Hallo, ich bin Lars von Sound Service, dem deutschen Apogee-Vertrieb, hier am Stand von Apogee auf der NAMM 2019 und freue mich, das HypeMic präsentieren zu dürfen, welches sich hier versteckt. Das HypeMic basiert auf dem schon bekannten Mic Plus von Apogee, bietet also die gleichen bewährten Features wie 24-Bit 96 kHz Wandler innen drin, kompatibel mit Mac, PC, iOS, ein Kopfhörerausgang für Direct Monitoring ist ebenfalls vorhanden, der hierüber gesteuert wird. Was ist jetzt genau der Unterschied zum Mic Plus? Und zwar hat Apogee für das HypeMic einen analogen Kompressor integriert, entwickelt für das Mikrofon, welcher direkt eingebaut ist, vor dem Wandler agiert und daher insbesondere für Podcasting, Gaming, aber auch Hörbuchproduktion, Singer-Songwriter geeignet ist. Der Kompressor arbeitet mit drei Presets, die auf die gängigsten Recording-Varianten abgestimmt sind. Und auch wird das HypeMic mit einem wesentlich besseren Lieferumfang daherkommen. Wir sehen hier den Popfilter, der mitgeliefert wird. Ich habe einen Mixstand-Adapter dabei und hier in diesem ebenfalls im Lieferumfang enthaltenen Carry-Case ist ein verbesserter Tripod enthalten, sodass ich mein HypeMic mit allem notwendigen Zubehör, den Kabeln, dem Stativ immer bei mir haben kann, um schnell Ideen festzuhalten, sei es musikalischer Natur oder Podcasts. Das HypeMic wird voraussichtlich Ende Februar, Anfang März für knapp unter 400 Euro im europäischen Raum erhältlich sein. Hallo, wir sind hier immer noch am Apogee-Stand und ich möchte euch gerne das Symphony I.O. Mark II mit der Dante-Ausführung vorstellen. Symphony I.O. ist aktuell erhältlich als Thunderbolt, Pro Tools oder auch Wave SoundGrid Version und ab diesem Frühjahr, hier können wir es auf der NAMM schon sehen, ist es dann auch mit Dante erhältlich. Das bedeutet, ich kann pro Symphony Unit 32 I.O.s integrieren. Und wir sehen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Symphonies, a 32 Kanäle, die simpel via Cat5D oder Cat6 Kabel an einen Mac oder an einen PC angeschlossen werden, mit einer recht übersichtlichen Bedienoberfläche ferngesteuert werden können. Und die Fernsteuerung reicht dabei nicht nur bis hin zum Routing, sondern auch noch zur Steuerung der Mic Preamps, falls ich welche integriert habe. Und eröffnet für das Symphony I.O. einen wesentlich größeren Anwendungsbereich, wie beispielsweise Live-Venues, aber auch größere Mediakomplexe, wo man in verschiedenen Räumen und Etagen aufnimmt. Denn mit dem Netzwerkkabel komme ich halt doch ein, zwei Meter weiter als mit Thunderbolt oder USB.